Fabi, gerne uns mal von deinem heutigen Trainingstag erzählen, was du für Trainingseinheiten gemacht hast. Ja, also ich habe heute zwei Trainings absolviert. Am Morgen habe ich eine Stunde und 20 Minuten normalen Grundlagendurchlauf gemacht. Den habe ich vor dem Morgen gemacht. Nachher bin ich heim und zum Morgen essen. Und die Zeit zwischen den zwei Trainingseinheiten habe ich eigentlich mit Faulenzen verbracht. Ich habe Mittagsschlaf gemacht. Ich habe gegessen und getrunken, um mich wieder gut zu erholen. Und jetzt am Nachmittag haben wir 40 Minuten lockeren Durchlauf gemacht und anschließend 5 Steigerungsläufe. Das dient vor allem zur Vorbereitung aufs morgige Training, wo dann am Morgen eine strengere Einheit wird sein, um so den Körper aktivieren, die schnellen Muskeln aktivieren. Und am Anschluss haben wir jetzt noch ein Stabi, oder wie ich habe gesagt, Fabi-Stabi gemacht, um ja, den Rumpf zu kräftigen und vor allem als Verletzungsprophylaxe. Warum hast du das Training vor dem Morgenessen gemacht? Ja, ich trainiere noch viel vor dem Morgen trainieren. Zum einen bin ich mega ein Morgenmensch. Ich renne mega gerne morgen früh. Es ist wunderschön. Es hat noch keinen Wind da im Engadin. Und zum anderen, um meinen Fettstoffwechsel ein bisschen zu trainieren. Ja, es ist so, dass ich im Marathon halt recht lang unterwegs bin und irgendwann von meinen Fettreserven muss die Energie nehmen. Und durch das, dass ich vor dem Morgenessen trainiere, trainiere ich eigentlich das trainieren, dass ich schneller von meinen Fettreserven kann die Energie nehmen dann während dem Wettkampf. Ja, also der Unterschied eigentlich, wenn ich im Trainingslager bin zu Hause, ist eigentlich, dass ich zwischen den Trainings weniger Aktivitäten habe, dass ich eigentlich wirklich die Zeit zwischen den Trainings statt der Erholung voll im Vordergrund, dass ich mache jeden Tag einen Mittagsschlaf, in der Nacht probiere ich genügend Stunden Schlaf überzukommen. Ich schaue, dass ich gut mich verpflege, also wirklich genug trinken, genug essen. Wir haben da gerade St. Moritzersee vor dem Haus. Ich bade einmal meine Beine, meine Füße baden im See, um mich zu erholen. Physiotherapie haben wir gerade vor Ort, das sind wirklich sehr gute Möglichkeiten und das probiere ich da gut zu nutzen. Also für mich eigentlich Erholung, das Wichtigste ist wirklich Essen und Schlafen. Das ist für mich das Wichtigste und das Zweitwichtigste ist sicher gerade das 30-Minuten-Window nach dem Training, das einzuhalten, dass ich gerade unmittelbar nach dem Training wieder etwas essen, etwas trinken oder wenn ich jetzt nicht gerade die Möglichkeit habe, eine Mahlzeit zu mir zu nehmen, einen Regi-Shake zu mir nehmen. Oder ein Riegel, irgendetwas, dass ich mich möglichst schnell nach dem Training wieder erholen kann. Ja, also Stabi ist für Läufer extrem wichtig, weil eigentlich für uns gerade die Spannung in der Körpermitte, also im Rumpf, sehr, sehr wichtig ist. In jedem Schritt müssen wir unseren Rumpf stabilisieren. Und das ist sehr wichtig, weil wenn ich irgendwann müde werde und meinen Rumpf nicht mehr kann stabil behalten kann, dann kann ich auch keinen schönen Schritt mehr ziehen. Dann verliere ich dadurch sehr viel Geschwindigkeit und auch Kraft. Und zum anderen ist es eine mega wichtige Verletzungsprophylaxe, dass ich möglichst gesund und verletzungsfrei bleibe.